gibt es Hinweise darauf, dass der Mann einem Netzwerk angehört? Die Hinweise auf eine terroristische Vereinigung, dass einer terroristischen Vereinigung angehört, die haben wir nicht. Selbstverständlich wird alles abgeklopft, selbstverständlich wird auch abgeklopft, auch da haben wir noch keine Hinweise derzeit, ob es möglicherweise weitere Personen gibt, die eine Rolle gespielt haben könnten. Wir haben keine Hinweise darauf derzeit, aber selbstverständlich werden wir dort durch die Beamten des polizeilichen Staatsschutzes und die Generalstaatsanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren führt, selbstverständlich jedes Detail abklopfen und jeden Stein umdrehen. Ja, also Näheres kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Nur er ist 30 Jahre alt, irakischer Staatsangehöriger, in Bagdad geboren und er hat einen Duldungsstatus. Weitere Details, wie lange er nun hier ist und wo genau, kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Er soll sich entsprechend vor Ort geäußert haben durch sein Verhalten und entsprechende Allahu Akbar-Äußerungen haben sich ganz konkrete Hinweise darauf ergeben, dass hier ein religiös-islamistischer Hintergrund zugrunde liegen könnte. Es gibt Informationen, dass es Kontakte in den Amri-Kontext gegeben haben soll. Können Sie dazu was sagen? Dazu kann ich Ihnen derzeit nichts sagen. Wir haben derzeit keine Erkenntnisse, dass da weitere Personen eine Rolle gespielt haben könnten, aber selbstverständlich werden wir das Umfeld des Mannes abklären. Da gibt es durchaus die Vermutung, dass es entsprechende Kontakte gibt. Das muss man konkretisieren. Da kann ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts zu sagen. Das werden wir genau im Einzelfall abknopfen.